Oh, das ist noch wie versteckte Kamera hier. Der Tag ist gekommen, die neue A-Klasse. Der Punkt ist der, wir haben so viele Bilder im Internet gesehen und haben uns gedacht, kommt das Auto wirklich so? Wird es diesen Tacho haben? Wird es so futuristisch aussehen? Ja, es wird und es tut, denn wir stehen direkt daneben. So, bevor wir jetzt aber über den Innenraum reden, denke ich mal ruhig mal Stefan dazu. Hi Stefan. Hi, was machst du genau bei Mercedes? Ich bin Produktmanager für die A-Klasse. Ehrlich jetzt? Ja. So ein junger Typ wie du? Ja. Junger Typ, junges Auto. Ja, nicht schlecht. Du, Frage. In welche Richtung entwickelt sich denn noch die A-Klasse? Weil das Auto steht jetzt hier, sieht wirklich erwachsen aus, sieht groß aus. Was können wir noch erwarten? Weil die 19 Zoll Räder amtlich. Also wir sehen jetzt hier die AMG Line. Ja. Das ist eine AMG Line. Das ist eine AMG Line. Okay. Ja, genau. Also schon mal die sportlichste Variante, die wir aktuell verfügbar haben. Ja. Genau, du siehst es hinten an den Diffusoren. Also sehr sportlich, wirkt auch in der einfach ein bisschen breiter, ein bisschen muskulöser das Auto. Ne? Fazit, das Ding ist, die meisten, die bei den Konzernen immer arbeiten, die sehen das Auto halt jeden Tag ein bisschen breiter, wenn man so hinten drauf guckt. Das war ja in der letzten Saison noch eine C-Klasse. Das ist jetzt eine A-Klasse. Also das Auto wirkt ja super erwachsen, super stabil, super breitbeinig. Was gefällt dir am besten? Also da müssen wir wieder zur Front gehen. Dann gehen wir zur Front, oder? Komm, gehen wir hier rum. Ja. Also die Front ist für mich das, was an dem Auto am meisten gelungen ist. Du siehst, komplett neues Design. Ja. Tief runtergezogene Motorhaube. Total. Was ich im ersten Moment schwierig fand, weil er guckt so ein bisschen so, ja. Aber auf dem zweiten Blick, was ja wirklich so oft passiert, ist es super geil. Ja. Und du hast halt hier diesen Effekt, dass der hier ein bisschen runtergezogen ist, aber unten offen. Also ist nicht jetzt unbedingt, dass er unten auch noch mal so schließt. Mhm. Also dadurch macht das Ganze hier so ein bisschen sportlichere und unten ist er aber, wie gesagt, offen. Ich finde super auch die neuen Scheinwerfer-Designs, die wir viel, viel schmaler gehalten haben als der Vorgänger. Ja, das, deutlich. Also auf der Autobahn, glaube ich, erkennst du den. Aber ich würde sagen, wir reden mal über den Innenraum, weil ich sehe, dass, ich denke, das siehst du genauso, die große Innovation ist im Innenraum. Ich habe lange darauf gewartet. Ah. Pass auf, ich habe so eine GoPro für dich. Okay? Jo. Ich mach die mal eben an. Und dann machen wir es nämlich so, weil so viel zu sehen ist, dass du nämlich hier jetzt zeigen kannst, was wir nämlich sehen. Weil Leute, glaubt mir, der größte Kick ist wirklich der Innenraum von diesem Auto. Und da werde ich ganz eiskalt sagen, das, glaube ich, schafft kein anderer in der Klasse so. Das ist schon Wahnsinn. So, den muss ich aber bestellen, richtig? Den musst du bestellen, genau. Okay. Das sind jetzt die 10 Zoll großen Displays. Mhm. Serie, zwei Stück. Zwei Stück. Serie haben wir 2,7 Zoll. Aber gleiche Anordnung. Gleiche Anordnung. So, Head-Up-Display auch richtig toll gelöst. Auch sehr wertig von der Grafik. Also allgemein die Auflösung, film das mal, die Auflösung von dem Drehzahlmesser hier. Wie genau das ist, hätte ich so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Das neue Touchpad, damit kann ich auch mit, das geht immer gut. Auch mit so einer Haptiken. So eine Haptikreaktion, also da kommt so ein Feedback, ne? Genau, du hast ein haptisches Feedback, also Touchpad ist komplett neu, ist auch optional. Wenn du ein großes Display nimmst, bekommst du es dabei. Wenn du ein großes Display nimmst, ist immer das Touchpad mit dabei. Genau. Das heißt eigentlich, du hast eigentlich jetzt 4 Möglichkeiten in dem Auto, deine Displays zu bedienen. Du kannst ja mal suchen. Also ich würde mal vorschlagen, dass wir einmal über das Lenkrad bedienen. Jo, ich kann über das Lenkrad das Navi bedienen. Genau. Ich kann über das Ding das Navi bedienen. Genau. Ich kann... 4 Stück? 4 Stück. Ich kann touchen. Du kannst touchen. Ehrlich? Du kannst touchen. Nein! Wie schnell das auch ist, ne? Hast du das gesehen? Ultraschnell. So, du bist bei 3. Boah, jetzt muss ich mal nachdenken. Das, also links, rechts vielleicht? Ja. Nee. Das ist eine. Touchpad. Sprechen. Touchscreen. Sprechen. Ich? Ich habe das noch nie gemacht. Wir machen es jetzt zusammen. Das ist eine Premiere. Das ist wirklich eine Premiere. Was muss ich tun? Sag mal, hey Mercedes. Hey Mercedes. Telefon. Zum Beispiel. Also du kannst jegliche Art eigentlich von Befehlen durch die neue Linguatronik, die wirklich natürliches Sprachverständnis das erste Mal versteht. Also nicht nur fahre mich nach XYZ, sondern du kannst auch sagen, bring mich nach Hause zum Beispiel. Wenn du das hinterlegt hättest, würde das die neue Linguatronik erkennen. Okay, warte. Also wenn ich jetzt sage, hey Mercedes. Ja, bitte. Was möchten Sie tun? Musik hören. Welche Musik möchten Sie hören? Sie können nach Musik suchen, indem Sie zum Beispiel den Namen eines Künstlers, eines Albums oder die gewünschte Musikrichtung sagen. Muss man das nicht erst stark verinnerlichen? Das muss man verinnerlichen, auf jeden Fall. Du kannst ihn zum Beispiel fragen, hey Mercedes, wie ist das Wetter auf Ibiza? Aktuell ist es in Ibiza überwiegend sonnig mit einer Temperatur von 17 Grad. Hey Mercedes? Ja, bitte? Wie ist das Wetter in Dortmund?
Aktuell ist es in Dortmund sonnig mit einer Temperatur von 14 Grad. Du lachst so locker. Der greift im Prinzip auf zwei Daten zurück. Einmal sind das die Offline-Onboard-Daten, also das, was an Navigationsdaten auf der Festplatte ist. Und dann synchronisiert er sich automatisch mit einem Online-Server. Und da lernt das System immer mehr. Über mein Auto oder über alle Autos? Über alle Autos. Das heißt, es lernt kontinuierlich. Genau. Das heißt, weltweit. Genau. Das heißt, es wird auch irgendwann Trendbegriffe verstehen, die jetzt gerade irgendwie angesagt sind, weil es einfach viel mehr Leute benutzen und im Sprachgebrauch aufnehmen. Das ist Zukunft, Jungs. Sprachlos. Du kannst sogar sagen, hallo Mercedes. Ja, bitte. Schließe das Panoramadach. Ich schließe das Rollo am Schiebedach. Das ist schon cool, oder? Ja. Hallo Mercedes? Ja, bitte? Bitte Panoramadach öffnen. Ich öffne das Rollo am Schiebedach. Soll ich dir noch was zeigen? Ja, hau mal raus. Hey Mercedes? Ja, bitte? Suche den besten Italiener auf Ibiza. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. Mit den Sternen, mit der Bewertung. Genau, das heißt, er greift auf Yelp-Bewertungen zurück und sortiert dir im Prinzip die Restaurants oder das, was du halt gerade suchst. Das muss nicht ein Restaurant sein. Können Sie das bitte noch einmal sagen? Ich habe mich umentschieden, doch keinen, bitte. Wow. Guck mal, wenn du das individualisieren willst, ich habe dir sogar ein Profil angelegt. Ehrlich? Ja. Jo. Also, wie viele Tacho-Möglichkeiten gibt es? Ich habe gerade gesehen, dass das Tacho-Display ist jetzt gewechselt. Genau. Wie viele Optionen gibt es da? Du hast drei Möglichkeiten. Okay, jetzt will ich das will ich sehen. Das ist ja genau meine Welt. Das heißt, versuch mal über das Lenkrad zu bedienen. Also was wäre jetzt so intuitiv mal die erste Idee? Genau, richtig? Genau. Jetzt bist du in der obersten Ebene. Boah, das ist so gut gemacht, Leute. Das ist so da geil. Okay, was gibt's noch? So, dann kannst du hier natürlich alles durchtouchen. Ja, das geht ja auch. Jetzt bist du bei Themenwelten, genau. Da kannst du jetzt... Leute, was ist denn jetzt los? Ladedruck kann er mir so anzeigen? Ja. Motor mit Motorleistung in der Grafik? Genau. Boah. Jetzt sehe ich hier oben so kleine Lampen, ne? Ja. Okay, wir machen mal eben was. Ich hab so eine kleine Idee. Wir stellen uns mal eben vor, es wäre Nacht, okay? Lass uns das machen, komm. Okay, pass auf. Ich meine, die Farben kommen schon doll rüber. Bei Tag sieht man es nicht so doll, aber bei Nacht ist es natürlich schon extrem. Ne? Hammer, klar. Die Lüftungssysteme sind aber Serie. Die sind Serie, nur die Beleuchtung nicht. Die ambiente Beleuchtung, die ist aufpreispflichtig. Aber wir haben die in 64 Farben jetzt. Okay, ich würde vorschlagen, wir fahren eine Runde. Wir fahren eine Runde, weil ich will fahren. Ich will gucken, wie schnell ist ein A200. Genau. Ist das der kleinste Motor? Nee, ist nicht der kleinste. A180. Ist aber, genau, es wird A180 geben. Aber aktuell haben wir einen A200, wir haben einen A180D und einen A250. Das sind die drei Motoren, mit denen wir am Start sind. Und irgendwann A45. Okay, wir fahren los. Packen wir es. Navi ist an, ne? Ja, noch nicht das richtige Ziel. Dann mach das Thema. Sollen wir anmachen? Ja, hey Mercedes? Ja, bitte? Fahre mich zum Café Del Mar in Ibiza. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. Eins. Die Route wird berechnet. Du hast nichts berührt. Nee. Du hast gar nichts berührt. Du hast einfach nur gesprochen mit dem Auto. Okay, genug Navi. Ich will jetzt mal wirklich gucken, wie fährt das Ding. Man muss immer vor Augen halten, es ist eine A-Klasse. Es gibt eine C-Klasse, es gibt eine E-Klasse, es gibt alles Mögliche. Fühlt sich super erwachsen. Es gibt eine Kamera nach vorne. Die wird immer eingeschaltet im Kreuzungsbereich oder wenn du auf einen Kreisverkehr zufährst. Guck mal, siehst du da was, was jetzt kommt? Yo! Zeig mal mit der Kamera. Der zeigt mir also jetzt live genau an, wo ich abbiegen soll. Animiert. Ja, das natürlich, macht ja jeder so. Natürlich, oder? Das ist ganz normal. Augmented Reality für Navigation heißt es. Hat nur die A-Klasse. Hat nur die A-Klasse, genau. Und das ist nicht eine Zusatzfunktion, sondern wenn ich Navi bestelle, ist das dabei? Doch, ist eine Zusatzfunktion. Musst du nochmal on top wählen zu dem ganzen Display-Paket? Augmented Reality for Navigation oder Augmented Reality für Navigation. Okay, Moment. Für die A-Klasse, die ich bestellt habe, für mich. Da will ich haben... Augmented Reality für Navigation. Das bitte nachbestellen, wenn das geht. Mega. Weil ganz kurz nebenbei, Leute, nebenbei.
das ist jetzt kann ich ja nicht mehr verheimlichen, ich habe auch eine A-Klasse für mich bestellt. Ich habe die blind bestellt. Ich bin noch nie gefahren, geschweige denn habe ich sie gesehen live. Und somit konnte ich auch mit den Bestelllisten nicht viel anfangen, weil ich habe das, glaube ich, gelesen mit Augmented und sowas. Mhm. Aber du weißt nicht, was es ist, aber wenn du das jetzt live siehst. Mhm. Man sieht es mal im Kreisverkehr. Boah, das ist auch geil. Jetzt merke ich was, das ist ja meine Welt, Fahrdynamik. Jetzt merke ich ganz klar, dass das Auto dir ein unheimliches Sicherheitsgefühl übermittelt, aber das Fahrzeug rutscht schon. Merkst du das? Mhm. Guck mal hier. Ja, ja, ganz leicht, ne? Ja. Aber das Auto fühlt sich so sicher an, mhm, und die Elektronik regelt das komplett für dich. Ja, ich merke auch was, mir wird schlecht. Komm. Ah ja, guck mal, jetzt nochmal abhauen. So, jetzt wollen wir mal ein paar Kurven gucken, ja? Genau. Ganz, ganz extrem bei dem Auto. Du fährst die Kurven durch, ne? Mhm. Und ich muss auf den Tacho jetzt gerade gucken. Mhm. Das war jetzt wirklich nicht langsam. Mhm. Merkst du? Nee, ne? Guck mal. Das war jetzt überhaupt nicht schnell, aber das war auf jeden Fall nicht langsam. Ja, ja. Aber das Auto ist so gleichmäßig und so ruhig. Ja. Und das für eine A-Klasse. Ja. Das ist kein E63 AMG. Ja. Muss ich immer vorher Hallo Mercedes sagen? Genau. Du kannst entweder, du hast zwei Möglichkeiten, du kannst Hallo Mercedes oder Hey Mercedes sagen, oder du nutzt die Linguatronic-Taste, die du hier hast. Ah. MBUX halt. Wie heißt das? MBUX. 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 Mercedes-Benz User Experience. Und der kommt von dir. Der kommt von Schön wär's. Nee, kommt nicht von mir. Aber ist Serie. Also das heißt, auch mit den kleinen Displays hast du das schon. Motorleistung finde ich ausreichend für jemanden, der wirklich fahren will und manchmal etwas zügiger. Die 163 PS sind für mich ausreichend. Mhm. Ja. Jetzt für mich in einem fixen A-Klasse nicht. Aber so zum Fahren, top. Also das mit der Kamera und dem Navi finde ich ja fantastisch. Ne? Das ist geil. Das finde ich ja wirklich gut gemacht. Guck mal, wenn es jetzt nicht regnen würde, ne? Komm, zeig es nochmal im Kreisverkehr ohne Rennmodus. So, wo müssen wir denn raus? Also hier nicht, nein. Hier müssen wir raus. Zack. Also fass mal zusammen. Wir sitzen in einem Auto mit zwei 10 Zoll Displays. Das Auto kann mit mir reden. Ich kann das Auto fragen, wie das Wetter ist, egal wo auf der Welt. Es ist alles super wertig. Wir können, wie viel Topspeed ungefähr? Wir haben 200. Reicht schon. Glaube ich, ungefähr so. Reicht schon. Das ist Fußgängerbach. Jetzt sagt er mir, dass da ein Fußgängerland geht. Ja. Das gibt es. Wahnsinn, in der A-Klasse. Was wird denn dann die neue S-Klasse können, bitte? Muss ich dann gar nicht mehr einsteigen? So romantisch. Nein, also ganz ehrlich. Ist cool, oder? Ich bin so viele neue Autos gefahren, habe so viele neue Wagen-Tests gemacht in meinem Leben. Aber der größte Schritt, den ich bis jetzt in einem Auto so erlebt habe, ist jetzt bei der A-Klasse für mich. Die Autos entwickeln sich Nuancen weiter, aber das ist jetzt wirklich schon wirklich extrem. Haben wir alles richtig gemacht. So, viel Spaß noch. Ciao. Tschüss.